Hi ho, Digga, und wir sind hier zurück bei Resident Evil 6, dem total gruseligen Spiel. Mit Zombies und so, die ich alle töten kann. Und schlechten Grafiken. Diesbezüglich habe ich mal jetzt einfach die Texturen auf von Mittel auf hoch gestellt. Die Bändchen hier, diese komischen Papierstreifen, sehen ein bisschen besser aus. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es viel gebracht hat so an sich sonst. Egal. Wir sind jetzt hier nochmal an der Treppe, weil ich das gerne nochmal zeigen wollte, was da passiert, um einen besseren Einstieg zu haben. Mit dieser tollen kleinen Cutscene. Was war das? Verfolge den Schatz. Ja, gehen wir. Wir hatten uns ja ein bisschen noch das Buffet angeschaut, zwar nicht viel, aber ja. Und wir hatten uns hier diesen Kuchen angeschaut. Glaube ich zumindest, dass es Kuchen ist. Keine Ahnung. Selbst mit hohen Texturen sieht man nicht, was es sein soll. Was? Da komme ich nicht durch. What the? What the? Ja, hier? Hä? Ich dachte, ich könnte da jetzt langlaufen und Freude und so. Hier lang oder was? Hier lang? Das ist dicht. Hier lang? Könnte sein. Ich laufe erstmal gegen den Stuhl, das kommt gut. Warum sind da andere Stühle? Vielleicht für wichtigere Leute, aber wieso sind hier dann diese hässlichen Holzstühle wieder? Tomatensuppe? Könnte sein, ja. Tomatensuppe. Mit diesem komischen weißen Zeug drin. Ich weiß leider nicht, was dieses komische weiße Zeug ist. Vielleicht Mozzarella oder sowas. Ist mir egal. Hallo. Hallo, komischer Schatten, der du da warst. Obwohl ich genau gesehen habe, dass du eine Person bist. Hä? Ja. Ja. Sie sind hinten raus. Woher weiß sie, dass das mehrere sind? Wir haben erst nur einen gesehen. Gott. Hier kommen wir nicht durch. Da sind Würstchen. Wieso komme ich nicht zu dem Würstchen durch? Da ist schon wieder dieser komische Kuchen. Ist das nicht genau die gleiche Perspektive? Genau das gleiche Modell wie eben? Oder ist er anders angeschnitten? Chicken Nuggets. Ab. Apple. Also da sind irgendwie Chicken Nuggets und Äpfel drin. Okay, lecker. Chicken McTeile, Chicken McTeile. Exit! Das klingt mir zu offensichtlich. Mist. Ich dachte, er wäre vielleicht durch das Abwasser entfleucht. Hör auf, selber zu denken, Helena. Meine Fresse. Entschuldigung für diesen Kraftausdruck. Was? Hä? War hier was? Ach so, eine Tür. Ich höre jemanden husten. Pass auf. Er könnte erkältet sein. Eventuell sogar ein grippaler Effekt. Steck dich bloß nicht an. Halt! Nicht schießen! Er ist krank. Sehr, sehr krank. Alles okay. Wir müssen ihn zu einem Arzt bringen. Der Nebel. Was? Nebel. Wie aus dem Nichts. Lassen Sie mich! Das ist zu gefährlich! Achso, ich habe übrigens noch die Untertitel eingestellt, weil Sie können sich nicht besser auf das konzentrieren, selbst wenn ich rede. Wenn wir nichts tun! Okay, verstanden. Sie können ihr nur helfen, wenn Sie leise sind. Haben Sie kapiert? Moment, ich hole meine Tröte. Tröt! Weil das leise genug ist. Ist das Ihre Tochter? Gut, suchen wir sie. Leon, wir haben keine Zeit. Wir nehmen uns die Zeit. Boah, bist du ein Arsch. Wenn ich sage, wir haben keine Zeit, dann haben wir halt keine Zeit. Meine Fresse. Entschuldigung für den Kraftausdruck, schon wieder. Ich kann hier aber auch gar nichts anklicken. Bin ich eigentlich nur in dieser Welt, um auf irgendwas zu ballern? Was mit 1 km/h durch die Gegend kreucht und dessen Schwachpunkt sein Kopf ist? B,
Bin ich nur dafür da? Sie hat Angst. Ich dachte, ich könnte ein bisschen was untersuchen, ein bisschen was anklicken, dass sie mir sagt. Ratte. Die Ratte läuft komisch. Oh Gott. Ja, ich folge die Ratte. Die Ratte weiß den Weg. Aufpassen. Ich muss da durch. Die Ratte sagt, ich muss da durch. Ich will da durch, Leon. Tu was. Du bist männlich. Tu dieses fürchterlich schwere Pappding weg von mir stellen, dass ich da durch kann. Bitte. Die Ratte hat gesagt. Arsch. Denkt jetzt bestimmt, ich wäre wahnsinnig. Warum ist denn hier jetzt auf einmal alles so dunkel? War es doch gerade nicht, oder? Nein. Oh, wo muss ich denn lang? Ich frage mich, wo ich lang muss. Wahrscheinlich zu dem komischen weißen Tür-Icon, das ich am Rande des Bildschirms sehe. Wofür brauche ich dann eigentlich noch dieses Navigations-Q-Dingens-Gedöns? Keine Ahnung. Total sinnfrei. Wo bin ich denn? Was? Oh Gott. Danke. Oh nein, der Kronleuchter. Man weiß ja nie, was einen erwartet. Achso, jetzt kommen wir da gar nicht mehr rauf. Wir müssen sie finden. Das war perfide geplant, würde ich mal sagen. Folgen Sie uns. Och, Helena, warum läufst du jetzt schon wieder so langsam? Warum kannst du die Tür öffnen, ohne sie anzufassen? Helena. Hoppala. Ihr Spiel mit dem Ball, Helena. Liz! Liz! Gott. Renn doch, Helena, danke! Jetzt hätte sie mich jetzt gehört. Dabei drücke ich die ganze Zeit nur weh. Schon wieder dieses Foto von diesem komischen Typen. Komm ich. Hier komme ich nicht durch. Bin ich jetzt hier oben falsch? Scheinbar. Achso, ich soll durch die Tür. Wieso laufe ich jetzt schon wieder so langsam? Nur weil es eine Tür ist. Wo ist Leon? Leon? Was ein Arsch! Was ein Arsch! Wieso steht der da hinten in Sicherheit? Ja, ich gebe die Rückendeckung, ne? Ja. Damit du der Erste sein kannst, der in Sicherheit laufen kann. Was ein Arsch. Ja, Frau muss vor. Mann hat Angst. Alles okay. Klingt so, als wenn ein alter Mann gerade das eine machen würde, aber. Achso, ich krieg die Tür nicht auf. Ganz sicher. Da wollte ich doch gerade rein. Ja, komm, mach auf. Danke. Wichtig. Helena. Wir brauchen den Aufzug, um dahin zu kommen. Wohin zu kommen? Ich arbeite hier. Ich habe die Schlüssel dafür. Das ist praktisch. Wenn wir da sind, nehmen wir mein Auto. Danke. Suchen wir Ihre Tochter und verschwinden von hier. Okay, das heißt, wenn wir eine Tochter haben, müssen wir zurück zu dem Aufzug. Liz, bist du das? Was? Der Typ kann mehr als Leon. Was soll denn das? Kann ich ihn nicht ihn als Partner haben? Was soll denn der Mist? Kann ich meinen Partner umtauschen? Ich hab den Kassenbon noch. Danke. Oh nein, Donner. Natur. Ist ja ekelhaft. Ach, jetzt habe ich wieder durch den Donner so viel Angst, dass ich nicht mehr rennen kann. Oh, doch, sie kann wieder rennen. So lange, bis der Blitz das nächste Mal irgendwo einschlägt. Vorsicht, da sind blutige Abdrücke. Achso, er hat auch Vorsicht gesagt. Meine Güte, wir sind uns einig. Herrlich. So, Leon, mach die nützlich. Bückstück. Ein bisschen männlicher, danke. Bisschen männlicher.
War es jetzt falsch, auf sie zu zielen und sie erschießen zu wollen, weil ich dachte, sie wäre ein Zombie? Wieso konnte ich sie nicht erschießen? Ich hätte sie erschossen. Ich hätte sie lieber erschossen. Das hätte story-relevante Entscheidungen gegeben. Sie sind schon draußen. Sie warten zu Hause auf uns. So à la Ante Dawn-mäßig. Ich könnte mich entscheiden, ob ich sie erschießen möchte oder nicht. Das wäre doch toll gewesen. Nein, kann ich nicht. Kann ich den Donut essen? Nein, kann ich nicht. Kann ich den Kaffee trinken? Nein, kann ich nicht. Kann ich sonst irgendwas machen? Nein. Toll. Leon, komm. Ich habe jetzt keine Zeit für Geisterfiguren am Klavier, die irgendwelche Melodien tippen, à la Beethovens 9. Symphonie oder so. Der Aufzug ist da vorne. Hoffentlich funktioniert er noch. Bisschen schneller, ja? Bisschen schneller? Humpel schneller, du dusseliges Gör. Lass mich doch wenigstens vor. Bitte! Mann, ich erschieße euch! Ich erschieße euch! Manno! Danke! Räumen wir das aus dem Weg. Oh. Wie gut, dass sie hier waren. Hallo, Aufzug. Ich gehe jetzt erst da rein. Ich habe es recht, ich habe ein Privileg. Das Privileg des Spielers. Ich war zuerst drinne. Arsch. Ah. Das ist eine Folge der Kraftausdrücke, weil ich mich so darüber aufrege, wie dumm die Charaktere und dumm und egoistisch die Charaktere sind. So. Alles wird gut, Lizzie. Du kommst wieder in Ordnung. Nein, kommt sie nicht. Papa. Wir sind fast da. Liz. Jetzt darf ich sie erschießen, oder? Darf ich sie jetzt erschießen? Darf ich? Ach komm, nur ein bisschen. Nur ein bisschen anschießen, so in die Schulter oder so. Der Strom. Toll. Strom geht natürlich genau dann aus, wenn er sich in so ein Zombie-Viech verwandelt. Ach, wenn sie sich in ein Zombie verwandelt. Jetzt darf ich sie erschießen! Yay! Mach ich! Mein Vergnügen! Ja, endlich! Da, hallo Lizzy! Es ist mir eine Freude, dich zu erschießen. Weißt du, ich wollte dich ja schon von Anfang an erschießen, aber dein Vater hat mich nicht gelassen. Ich glaub das nicht. Das glaubt sie nicht. Müssen sie aber. Entweder sie oder wir. Und sie fackeln nicht lange. Warum musste das passieren? Ich glaube wegen so einem Virus-Dingens, aber weiß ich jetzt auch nicht. Ich bin kein Wissenschaftler. Ich glaube, wir sind hier drin nicht allein. Wo ist jetzt der Typ? Helena, nehmen Sie die Waffe. Hallo. Bam, 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 bam. Ich habe keine Munition. Wie lade ich nach? Ich hab keine Ahnung. Mir hat nie jemand gesagt, wie ich nachlade. Kann ich jetzt rausgehen? Ja. Wieso hat mir nie jemand gesagt, wie ich nachlade? Das ist doof. Jedenfalls lade ich da auf. Ich weiß nur nicht, was es ist. Revolver? Oder Schrotflinte? Okay. Daneben. Zwei mit einem Streich. Ich bin gut. Ah, nee, ich hab nur einen getroffen. Den anderen habe ich gestrichen. Los, Liz. Nee, ich bin ja gar nicht Liz. Ich bin Helena.
Ich bin eine Frau. Mannsweib. Muss ich nehmen, da hinten. Jörn Fowler sagt, komm endlich hier. Das ist wohl unser Signal zum Aufbruch. Sie haben völlig recht. Oh nein, der Sonderschlussverkauf hat angefangen. Wo ist das Auto? Hier.